Hallo, grüß euch. Heute habe ich Artist Trading Cards und zwar mache ich die auf Karton. Und hier schneide ich mir jetzt erst einmal ein bisschen Karton zurecht, nehme da so eine alte Karte, zeichne mir die Größe auf, damit es in etwa stimmt und dann schneide ich das mit so einem Teppichmesser zu. Für den Hintergrund auf den Karten möchte ich heute das Washi-Tape verwenden, das ich zum Teil in einem der letzten Videos gezeigt habe, aber auch schon in einem älteren. Also ich habe ganz viele, was heißt ganz viele, einige davon. Ich verlinke euch die Videos in der Infobox oben bzw. in der Videobeschreibung. Und da das mit Nassklebeband gemacht ist, müssen wir da bloß die Rückseite von den Tapes mit ein bisschen Wasser befeuchten. Und dann wird dieser Kleber aktiviert und man kann die Washi-Tapes ganz einfach aufkleben. Ja, ich gehe jetzt einfach her und entscheide ganz spontan, wie ich die Sachen aufkleben will oder welche Elemente ich verwende. Hauptsache, es wird irgendwie ein bisschen bunt. Und die Farben passen einigermaßen zusammen.
Ich werde jetzt das so ein bisschen föhnen, meine Karten, und die dann unter ein schweres Buch drunter legen, damit das alles schön glatt bleibt. Weil es kann schon passieren, dass sich der Karton ein bisschen biegt durch die Feuchtigkeit. Ich habe jetzt außerdem nur, nachdem die trocken waren, eine Schicht transparentes Gesso auf die Karte geben. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber im Hintergrund sind die Hühner ganz närrisch. Und ich tue jetzt die Seiten von den Karten mit dem Stayson schwarzen, mit dem schwarzen Stayson Stempelkissen ein bisschen einfärben. Ich habe mir jetzt aus meinem Vorrat ein paar Motive gesucht, die schon koloriert sind und fertig sind, um die nachher als Hauptmotiv auf die Karte aufzukleben. Und jetzt schaue ich erstmal ein bisschen, wo welches am besten hinpasst. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen was auf die Karten geben im Hintergrund. Hier starte ich mit ein paar weiße Farbspritzer auf der ersten Karte. Dann nehme ich dieses Artgraph her. Das ist eine ganz weiße Aquarellfarbe oder Aquarellkreide. Ich glaube, das ist die weißeste, die ich bis jetzt je gehabt habe. Mag ich total gern. Ich schaue, dass ich euch das verlinke. Ich glaube, bei Craftily gibt es diese ganzen Artgraph-Kreiden und die haben auch wirklich dort einen super Preis. Und auch wenn es aus Spanien kommt, der Shop versendet ab 100 Euro, glaube ich, Versand kostenfrei. Und ich habe dort schon ein paar Mal bestellt, weil der Preis einfach am günstigsten dort ist. Also egal, was man will, die haben auch eine Wahnsinnsauswahl. Bei dem Vogelmotiv, das ist übrigens aus unserem Textured Birds Stempelset, da ist so dieser Schwanz blau und dieses Blau so in der Art wäre vielleicht ganz nett auf dem Hintergrund. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich so eine Neocolor-Kreide habe, die so ungefähr an den Ton ein wenig hinkommt. Das ist jetzt zwar leider ein bisschen grüner, aber ich finde trotzdem, dass das einigermaßen gut passt. Die Neocolors gibt es übrigens auch bei Craftelier. Sogar einzeln zum Kaufen. Das finde ich echt auch super, weil dann kann man sich genau die Farben nachkaufen, die man braucht. Ich verlinke euch unten auch alle Stempelsets, die ich heute verwende. Ich habe da auch noch ein bisschen Weiß dazu, damit es ein bisschen aufgehellt wird, war mir dann doch zu viel.
Da kann man, solange das feucht ist, beziehungsweise man kann man eigentlich immer mit so einem feuchten Babytuch das wieder wegwischen. Und das war auch der Grund, warum ich so einen transparenten Gesso mal drauf habe, damit ich eben die Möglichkeit habe, wenn mir was nicht so taugt, das vielleicht wieder abzuwischen. Ja, für die Pilze habe ich mir gedacht, nehme ich so ein bisschen Pink und Gelb von den Neocolor-Kreiden, damit der Hintergrund einfach ein bisschen besser zum Motiv passt. Und ich habe mir jetzt gedacht, es ist noch nicht dunkel genug und hat noch nicht so diesen Waldlook, was ja zu Pilzen ganz gut passt. Und deswegen verwende ich die schwarze Artkraftkreide hier und mache ein paar so Farbspritzer in den noch feuchten Hintergrund. Und ich finde den Effekt und die Textur, die ich dadurch kriege, relativ toll. Also ich finde, es passt ganz gut mit diesem Waldthema zusammen. Und ich finde, jetzt passen die Pilze eigentlich auch recht gut drauf. Ja, und das ist so meine Kombination, die ich jetzt mache, weil wenn die Karten trocken sind, klebe ich meine Hauptmotive drauf und dann kommt vielleicht noch ein kleiner Titel dazu. Und hier bei dem Pilzset habe ich mir gedacht, da fehlt so ein bisschen der Boden und deswegen male ich den jetzt nur nachträglich mit der schwarzen Kreide unten hin. Für ein paar Titel habe ich mir Wörter aus unserem Mix Sentiment Stempelset ausgeschnitten und die klebe ich jetzt ganz einfach mit einem Klebestick auf die Karte. Damit sind meine Karten dann fertig. Ihr findet wie immer Fotos auf meinem Blog. Ich verlinke den auch unten in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, euch hat das Video halt inspiriert und ihr habt selbst vielleicht Lust gekriegt, ein bisschen kreativ zu werden. Pfiat euch!